Herzlich willkommen zu diesem Video aus der Serie Warum PV? Diese Serie habe ich mir sozusagen, im Englischen sagt man immer created by. Kennt ihr das von Netflix, wenn da immer bei Serien steht created by? Ja, also created ist natürlich das falsche Wort. Also die Idee hinter dieser Serie ist, euch Menschen vorzustellen, Leute vorzustellen, die sich für eine PV-Anlage entschieden haben und ein bisschen die Ideen, die Hintergründe, die Antriebsgründe, die Beweggründe euch vorzustellen. Denn ich glaube, es ist immer viel besser, Leute direkt reden zu lassen, die das umgesetzt haben, die das machen, als so Leute wie mich, die das irgendwie schon seit Jahren machen und mit denen man nicht großartig darüber diskutieren muss. Aber ich finde es unheimlich spannend, mit Leuten darüber zu sprechen, die das machen, und deswegen diese Serie. Heute bin ich unterwegs in südliche Brandenburg, und zwar bin ich auf einer Tour von ungefähr 60 Kilometern von mir zu Hause unterwegs nach Jüterbock. In Jüterbock, da wohnt der Ronald. Und Ronald wohnt in einem modernisierten Altbau und hat sich vor etlichen Monaten an mich gewandt mit der Idee, eine PV-Anlage auf seinem Hausdach aufzubauen. Und ich habe ihn dann so ein bisschen informiert und ein bisschen beraten, so wie es halt in meiner Macht steht, sage ich mal, und was ich so tun konnte. Und wir haben eine sehr intensive, aber auch sehr, sehr fruchtbare Planungsphase hinter uns. Denn das werdet ihr gleich sehen, wenn ich bei ihm angekommen bin. Seine Dachfläche sieht auf den ersten Blick eigentlich völlig unproblematisch aus. Da gibt es Dachfenster und da gibt es Dachgaube, das hat man ja an vielen Dächern. Aber dann gibt es da gegenüber auch noch Bäume. Und dann hat man also, wir haben dann festgestellt, er hat mir das dann erklärt, er hat auf seinem Dach so unterschiedliche Verschattungssituationen. Und zwar einerseits werden Teile dieses Daches durch diese Dachgaube verschattet, die dann also Schatten mal links, mal rechts wirft. Und auf der anderen Seite hat er auf der gegenüberliegenden Seite Bäume, die zusätzlich also auch noch Schatten sozusagen werfen, der dann im Laufe des Jahres von unten so langsam an die Dachkante kommt. Und wir haben Anfang des Jahres angefangen, miteinander diese Anlage zu planen. Und ich hatte ihm dann sozusagen die Hausaufgabe gegeben, mal den Schattenverlauf auf seinem Haus über die nächsten Wochen zu beobachten und auch fotografisch zu dokumentieren, dass wir mal gucken können, wo überall auf dem Dach bildet sich denn Schatten im Laufe der Wochen und Monate, und wie können wir dann die PV-Anlage so planen, dass es möglichst wenig Schatten gibt. Und ich glaube, dass wir eine ganz clevere Lösung gemeinsam gefunden haben, die wir euch dann vor Ort auch nochmal zeigen werden. Die PV-Anlage beim Ronald, die ist jetzt schon seit ungefähr 3 Wochen auf dem Dach. Wir haben die Anlage dann auch mal in Betrieb genommen. Anmeldung ist natürlich erfolgt. Und heute bin ich auf dem Weg zu Ronald, um den Speicher zu aktivieren. Denn das ist etwas, was ich immer mache. Das macht nicht der Elektriker, das mache ich immer, weil da müssen auch am Wechselrichter noch so ein paar Kleinigkeiten eingestellt werden. Außerdem möchte ich einfach sehen, dass das funktioniert und vielleicht noch ein paar Worte mit dem Betreiber wechseln. Ja, und aus dem Grund bin ich auf dem Weg nach Jüterbock, habe jetzt knapp schon etwas mehr als die Hälfte der Strecke hinter mir und fahre hier ganz entspannt auf der B101. So, ich bin jetzt beim Roland angekommen. Hallo Ronald. Hallo. Und lass uns erstmal gemeinsam einen Blick auf deine Solaranlage werfen. Das heißt, ich drehe mal die Kamera, und da oben könnt ihr jetzt sozusagen das Stück der Begierde sehen. Ich hatte in der Anmoderation gesagt, schon hier dieses Modul da, da könntest du das da rechts unten. Das war irgendwie ein bisschen tricky beim Montieren. Aber ansonsten ist das Ding jetzt fertig. Finde ich, sieht super gut aus. Und Ronald, was hast du dir denn da jetzt aufs Dach gepackt? Tja, das sind, wie ich gelernt habe, 16 360 Watt Peak Module, also insgesamt eine installierte Leistung von 5,3 irgendwas, ja, genau. 5,76, glaube ich, waren es. Ah, Wahnsinn, ja. Kilowatt Peak, ja, und arbeitet soweit auch schon und ja, liefert zählbare Ergebnisse. Das ist wohl wahr, ja. Also wir haben jetzt vorhin mal geguckt, 431 Kilowattstunden seit Inbetriebnahme vor 14 Tagen. Jetzt haben wir eben noch den Speicher aktiviert. Ronald, warum hast du dich für eine PV-Anlage entschieden?
Ja. Ich fange mal andersrum an. Wenn ich jetzt mit Bekannten rede und so meine bisherigen Erfahrungen weitergebe, dann und auch versuche zu motivieren, dies vielleicht auch zu machen, wäre ich oft gefragt, ja, rechnet sich das überhaupt und wie lange dauert es, bis sich das amortisiert, kann ich damit Geld verdienen? Das war jetzt für mich auch ein Grund, die Überlegung natürlich, die wirtschaftlichen, aber auch nicht der einzige Grund. Und mein anderer Beweggrund ist eben auch was für die Zukunft zu tun, für das Klima eben auch, die CO2-Einsparung, die damit verbunden ist, eben den Strom eben selber zu produzieren, CO2-frei gewissermaßen oder fast CO2-frei und den eben nicht aus dem Netz zu ziehen, wo eben noch ein viel größerer CO2-Anteil mit verbunden ist. Bei 430 Kilowattstunden, die du jetzt in den 14 Tagen erzeugt hast, sind das ja schon fast 200 Kilogramm CO2, die du schon eingespart hast. Nicht schlecht. Okay. Ja, ja, eine Kilowattstunde aus dem Netz sind so ungefähr 400 Gramm, also von daher ein bisschen weniger inzwischen, aber nicht schlecht. Jetzt hast du auch noch einen Stromspeicher, den wir bei dir gerade unten aktiviert haben, von knapp 10 Kilowattstunden. Was war jetzt die Idee? Ich weiß, wir haben ja lange darüber diskutiert. Was war jetzt die Idee oder der Ausschlag für dich, auch noch einen Stromspeicher zu machen? Sozusagen, bist du Egoist? Willst du den Strom nur für dich haben? Gibst du? Naja, nein, ist nicht schlimm. Also ausschlaggebend war eben, dass man doch immer noch ein bisschen freier in der Stromnutzung bleibt. Dass man jetzt nicht, ich sag mal, nach Terminplan Strom verbrauchen muss, sondern noch eine gewisse Flexibilität hat und aber insgesamt auch den Eigenverbrauchsgrad noch erhöhen kann. Ja, genau. Also jetzt kommt hier gerade nämlich. Jetzt kommt hier nämlich gerade in Jüterbock die Sonne raus und dann müsstest du jetzt eigentlich reinrennen, um die Waschmaschine einzuschalten und das bleibt dir jetzt erspart. Du kannst jetzt einfach entspannt den Speicher laden lassen und das zu einer anderen Zeit machen. Wie vorher schon. Genau. Ronald, wir haben ja, beziehungsweise du hast ja unfassbar viel Zeit investiert, um die Anlage und vor allem die Verschaltung der Module zu planen. Ich hatte es in der kleinen Anmoderation schon gesagt und jetzt könnt ihr es hier mal sehen. Vielleicht erklärst du mal den Zuschauern, was so die Herausforderung bei dieser Anlage war, das, was am meisten Gehirnschmalz gekostet hat. Ja, der meiste Gehirnschmalz, also ich habe ja auch erstmal selber viel noch lernen müssen selber, dank deiner Hilfe auch. Und die Idee, die Pflanzen entstand ja, ich sag mal, zum Jahreswechsel. Das war dann so der große Vorsatz für dieses Jahr 2021. Ja. Und wo waren wir jetzt stehen? Jetzt bin ich ein bisschen vom Faden weggekommen. Was die größte Herausforderung war bei der Überlegung, wie man die Module verschaltet. Genau, das waren hier in der speziellen Situation hier auf dem Haus natürlich die Verschattungsproblematik durch die Dachhaube. Da haben wir ein bisschen rumgerätselt und überlegt, wie wir hier die Aufteilung machen in die Stromkreise. Und ich hatte auch gerade zum Jahresbeginn auch, war ich regelmäßig hier draußen und habe Fotos noch gemacht und auch dir zukommen lassen für die Verschattung über den Tag hier ausfällt und draußen. Genau. Denn es ist nämlich nicht nur die Gaube, die immer so ärgerliche Schatten liefert, sondern ich drehe mal die Kamera jetzt nochmal um von dem Haus. Also da seht ihr nochmal die Gaube hier, die halt immer logischerweise je nach Sonnenstand, Tageszeit links und rechts Schatten liefert, sondern, und das seht ihr jetzt übrigens auch hier, genau, ich hoffe, dass ihr jetzt auf dem Video auch seht, dass jetzt hier praktisch die Gaube diesen Schatten liefert und da können wir nachher nochmal was sagen, warum wir uns für diese Halbzellenmodule entschieden haben. Aber Ronald hat hier gegenüber auch noch diesen wunderhübschen Baum und der sieht so unscheinbar aus. Aber was macht der im Winter? Ja, der schlägt sich wunderbar auf das gesamte Hausdach einmal nieder und wandert von links nach rechts durch. Genau. Teilweise auch über die ganze Höhe. Genau, ja, genau. Das sorgt hier für im Winter aber nur wirklich über das Winterhalbjahr nur für teilweise Verschattung. Dann genau. Aber es war trotzdem eine gewisse, sagen wir mal, Aufgabe, Denksportaufgabe, das so zu machen, dass sowohl die Verschattung der Gaube als auch durch den Baum, das eine links rechts, das andere von unten nach oben wandernd, so zu machen. So, wie haben wir es jetzt gelöst? Oder du hast ja letztlich nachher auch den Ausschlag gegeben. Magst du noch mal kurz erklären, wie wir das jetzt verschaltet haben? Also die 16 Module sind jetzt in zwei Strings aufgeteilt und ein größeres Feld eben links, was das umrandet, ungefähr die 2x2 Dachfenster, die man sieht. Das sind insgesamt 10 Module für den einen Stromkreis. Da ist jetzt die rechte Dreierreihe an der Dachgaube jetzt, oder unmittelbar links neben der Dachgaube, die links angrenzende Dreierreihe vertikal, die gehört jetzt nicht mehr dazu. Die bilden den zweiten String und damit kann man dann jetzt auch schon sehen, dieser Schlagschatten, der jetzt hier von der Gaube kommt, der beeinflusst jetzt diesen ersten String gar nicht mehr.
Und von daher kann der problemlos arbeiten und der andere ist getrennt davon. Wir haben aber, beziehungsweise wir haben uns auch noch aus guten Gründen auch noch dafür diese Halbzellenmodule entschieden. Magst du dazu nochmal was sagen oder soll ich das erklären? Also, das erklär du mal. Das soll ich erklären? Gut, das mache ich dann einfach mal auf der Rückfahrt. Also lange Rede, kurzer Sinn. In jedem Halbzellenmodul sind eigentlich zwei Module, die quasi obere und untere Hälfte bilden ja jeweils ein eigenes Modul und daher stört dieser Verschattung der unteren Hälfte jeweils oder der oberen Hälfte jeweils nicht. Und von daher haben wir hier ohne Optimizer die Anlage optimal an die Gegebenheiten angepasst. Und als letzte Frage, du erzeugst jetzt echt eine Menge Strom. Das hast du ja jetzt schon gesehen. Hast du denn eventuell mal für die Zukunft geplant, zum Beispiel auch nochmal ein Elektroauto oder sowas zuzulegen, um den Strom noch besser zu nutzen? Also der Gedanke besteht, ja. Also das nächste Auto wird dann bestimmt ein Elektroauto und dann... Heizen tust du im Moment noch mit? Mit ganz konventionellem Gas. Konventionellem Gas. Ist ja dann vielleicht auch, wenn irgendwann die Heizung mal gemacht werden muss, vielleicht auch eine Überlegung wert, ein bisschen auf Wärmepumpe zu gehen. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich glaube, das ist technisch noch eine ziemliche Herausforderung. Ja, ja, gucken wir einfach mal. Lassen wir mal offen. Nee, natürlich, klar, genau, das ist ja gut. Aber jetzt ist ja sozusagen die Saat erstmal gesät und du wirst jetzt in den nächsten Monaten wahrscheinlich ständig mit Blick auf das Smartphone und die App rumlaufen und gucken, was erzeugt die Anlage. Ja, dabei wünsche ich dir viel Spaß dabei und im Sinne immer viel Sonne auf deiner Anlage und viel Erfolg damit und viel Spaß. Und damit sage ich erstmal Tschüss aus Jüterbog. Schönen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Und vielleicht ist es vielleicht auch für euch so ein kleiner Kick gewesen, dann auch tatsächlich selber mal in die Umsetzung so einer Anlage zu gehen. Ich denke, es lohnt sich. Es hat eine Weile gedauert, aber das Ergebnis spricht für sich. In dem Sinn, tschüss und schönen Dank fürs Einschalten. Ciao, ciao.